Zeitung. Wir brauchen noch das Papier und die Tinte, die haben wir. Die haben wir sogar schon abgegeben, glaube ich, oder? Aber ich würde sagen, tatsächlich, wir bewegen uns mal. Nein, bleib da drin. Wir bewegen uns mal auf die Insel Burg und werden mal dort nach dem Rechten schauen. Hier können wir jetzt gerade eh nichts machen in Adrexus. Die Gegner sind noch zu stark. Wir sind hier für die Gegend noch nicht bereit. So, der will nicht mit uns reden. Da hinten ist ja die Burg, oder können wir ja nicht direkt rein? Das heißt, wenn überhaupt, dann können wir beispielsweise, der noch nicht so ganz überzeugten Marie Curie einen Besuch erstatten. Noch haben wir sie hier nicht in unserem Versteck, und ich meine, das müsste uns auch noch gelingen. Was? Ich habe diesen nervigen Steuerntreiber satt. Er war wieder bei mir und hat mich mit diesem unverständlichen Schwachsinn belästigt. Aber es müsste jedem denkfähigen Individuum klar sein, dass die Wissenschaft keine Einnahmen macht, sondern nur Ausgaben. Aha. Freunde dich mit Marie Curie, der Wissenschaftlerin, an. Und da hätten wir bezwinge Dominus den Steuereintreiber. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo der Freak denn genau ist. Ob wir das anhand von der Karte finden. Haus der Kräuterkundigen, Heim, nein, Schule, Mausesladen, Hafentaverne. Finden wir den unter Umständen... Ich weiß nicht, haben wir eigentlich schon nach der Flaschenpost geschaut? Ja, ich glaube, da war was. Boah, das ist wieder... Heute ist wieder Dienstag und du bist mit... Oh mein Gott. Gleich stark. Na gut. Dann wollen wir ihm mal den Arsch aufreißen. Mal gucken, inwieweit uns das gelingt. Oh oh. Das ist nicht so gut. Er stellt ein Buch des Bösen. Das ist... nicht gut. Gut. Was machen wir? Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Ich denke tatsächlich, wir werden mal... beschwör das Buch des Bösen herbei, das den Feind mit zufälligen Zaubern angreift. Je mächtiger das Buch, desto größer ist die Auswahl an Zaubern und stärker sind deren Effekte. Der Intellekt des Helden beeinflusst die Kraft der Zauber des Buches ebenfalls. Das Buch kann seine Magie nicht einsetzen, wenn es hungrig ist. Es kann gesättigt werden, indem man es auf eine beliebige Truppe, einen beliebigen Verbündeten oder beliebigen Feind legt. Ich weiß nicht, aber ich werde es wohl mal eingehen müssen. Ergo. Burn, Motherfucker. Nun? So, die schwarzen Drachen, die lassen wir mal vielleicht hier hinten hinter dem Baumstamm stehen. Sicher ist sicher. Und wir könnten tatsächlich... Oder wir greifen von der Seite aus an. Oder wir... Moment mal. Ich sage doch, Bird Motherfucker. So, die... Kobolde, die werden gleich mal... Jawohl, hervorragend. Das erste Buch ist weg. So, Defensivmodus auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Die Dämonen nach vorne und Dämonen beschwören. Was kriegen wir? Wir kriegen, glaube ich, Feuerelementare. So wie das aussieht. Und zufälliger Zauber. Ich weiß gar nicht, auf was wir die jetzt am besten legen. Vielleicht auf die Kavalleristen? So. Nom 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 nom. Und es passiert was. Erleiden Rüstungsschaden. Ah, ja. So, jetzt könnten wir eigentlich mit den schwarzen Drachen hier so ein bisschen Zenoa machen. Und zwar würde ich sagen, vielleicht hier. Achso, da kann ich direkt umdrehen, ne? Ja, das ist schade. Das ist, das ist eine Qual. Hm.
hier hin, dann nach hinten, hier rüber. Und dann müsste er vielleicht hier entlang fliegen, so, und wieder zurück. Wäre eine Möglichkeit, dann hier hin. Und dann ist hier Ende. Hey, da steht er mittendrin, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht tun. Und was ist, wenn wir so machen, dass wir hier hingehen? Ach nee, das ist zu weit dann. Ah, das ist ärgerlich. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten. Zumindest mal noch eine Runde vielleicht, Fragezeichen. Und schauen wir mal derweil Kreaturen der Natur. Und lassen den schwarzen Drachen hinter dem Baumstamm stehen. Jetzt ist die Frage, eigentlich bräuchten die roten Drachen ein Schild. Naja, mit Wut kann ich ehrlich gesagt momentan gerade auch nicht wirklich viel anfangen. Und dann sind da hinten halt noch 645 verfickte Bauern. Na, da gehen nicht viele drauf. Ich glaube, ich muss dringend mal nach meinen meinen Zaubern schauen. Aber er hat ein maximales Mana von 80. Ich bin ihm da fast doppelt so weit voraus. Dennoch kann ich mit den roten Drachen momentan echt nicht. Ich muss aufpassen, glaube ich. Ich lasse ihn mal hinten stehen, sicherheitshalber. So, da haben wir ja einmal die königlichen Schlangen. Warum? Ah, er hat ein neues Buch gestellt, sehe ich gerade. 2 bis 3. Hab's. Einmal Feuerball vielleicht hier rein. Ich will ja ehrlich gesagt nicht meine eigenen Truppen unnötig schwächen. Oder hier rein. Wäre auch eine Möglichkeit. Okay, dann wäre das schon mal getan. Wir bleiben mit den Vampiren auf Verteidigung. Lassen mal ein bisschen die Elementare für uns kämpfen. Und da kommen dann auch schon die Dämonen ins Spiel. Und jetzt ist die Frage, was wir mit denen anstellen. Ich hätte gesagt, das schicken wir einfach vor ins Gefecht, oder? Wir können ja den Dämonen beispielsweise oder den roten Drachen, je nachdem, ein Schildchen verpassen. Ein Schildchen als Gleitchen. Oh, die Elementare büßen momentan gerade besonders. Das Buch stillt seinen Hunger, indem es eine verbindende Einheit mit einer Gesamtgesundheit von maximal 340 aufzehrt und dadurch zwei Angriffszauber erhält. Es befinden sich keine verbündeten Truppen auf bei Nachbarn und Feldern, die das Buch des Bösen verschlingen könnte. Nein? Wirklich? Oh, so schade. Gut. Einmal schwarzes Loch wäre möglich, aber ich glaube, ich warte noch ein bisschen. Gut, das Buch muss natürlich jetzt leider Gottes. Ich ziehe mal das Buch vor. Ich möchte jetzt mal wissen, ob das Buch tatsächlich auch feindliche Einheiten auffressen kann. Und wir kommen zu dem Ergebnis, dass. Okay. So will ich ehrlich gesagt auch nicht fliegen. Wohin. Da hinten. Und dann vor zu den roten Drachen. Ja, okay. Das machen wir so. Na, ah, da leiden natürlich auch die Schlangen drunter. Aber was soll ich tun? Ich kann es nicht ändern. So, Ruf der Natur. Ehrlich gesagt. Und die roten Drachen. Ich glaube, mit denen warte ich mal noch. Die brauchen ja noch eine Runde, bis Feuerflut wieder bereit ist. Ich würde nur sagen, ich stelle die mal dahin auf die Seite. Falls die Schlangen eventuell weg sind. Beziehungsweise, ich glaube nicht mal, aber na gut, wenn die Feuerelementare weg sind, bevor dann auf meine Spottkobolde zugelaufen wird, würde ich eher sagen, dann stelle ich die schwarzen Drachen hier in die Lücke rein. Wenn es denn unbedingt sein muss. 32 an der Wut. Das ist gut. Das ist verdammt gut.
Würde ich tun, oder? Die Kavalleristen wären dann weg. Wenn ich Glück habe, alle! Yes! Naja gut, 7 bis 8 wäre ja maximal einer stehen geblieben im schlimmsten Falle. Von daher... Ah, die Vampire hätte ich ja auch noch als Lückenfüller. Ich glaube, die stelle ich sogar direkt mal dahin. Und da haben wir jetzt das erste Problem. Die Dämonen, ich habe denen noch nichts verpasst. Oh. Sie müssten ganz, ganz knapp mit Leben sein. Die müssten wirklich ganz knapp mit Leben sein. Ja, okay, 91, das geht ja noch. So, die Bären, die wollen fressen. Und zwar die Wächter. Es befinden sich keine Verbindungsgruppen auf benachbarten Feldern. Okay, jetzt wollen wir mal gucken. Das Buch greift auch die Wächter an. Es kassiert keinen Gegenangriff. Oh, shit. Ah, auf die Schlange. Ja, gut, die Schlange interessiert mich nicht. Okay. Ich kann den ja keine Steinhaut verpassen, den schwarzen Drachen. Dafür den roten letzten Endes. Und ich glaube sogar, das machen wir direkt. So, einmal Steinhaut. Für Orkschild sind wir noch nicht bereit. Da brauchen wir doppelt so viel Wut, wie wir momentan gerade zur Verfügung haben. Das bedeutet, ist es schlecht. Wir könnten allerdings mit den Drachen mal hinten die Inquisitoren des Lichts beschäftigen. Dass die vielleicht nicht mehr so viel rumheilen. Und was passiert hier? Hier könnten wir tatsächlich... räumen wir mal ein bisschen das Feld auf. So, die Kobolde laden ihre Feuerbälle wieder auf. Das dauert noch ein bisschen. Und jetzt kämen die roten Drachen und könnten tatsächlich von hinten mithelfen. Oder wir beschäftigen ebenfalls erstmal die Inquisitoren, dass die erstmal weggehen. Perfekt, perfekt. So, 29 Schaden haben die roten Drachen bekommen. Ja, das ist, nicht so viel. Was? Die Vampire verfehlen? Das ist doch Betrug! Okay. So, eine nächste Einheit ist weg und es kommt ein neues Buch. Okay. Die roten Drachen kriegen wieder ein bisschen Schaden. Gleich mal kontrollieren, auf wie viel das hier runtergehen. Wie viel Leben hat eigentlich dieses Buch? 340? Scheiße, Wandern. Ist eigentlich auch eine gute Möglichkeit. Ah, uns fehlen noch. Nein. Warte mal. Wenn ich so durchheize mit Totenmäude, dann werden zwar die Bären und auch das Buch des Bösen getroffen. Ja, nee, das... Ungern. Dann schon eher Amor, den Dämon. Ich weiß. Wieder mal die Wut verbraucht, wieder mal kein Orkschild. Aber kommt ja alles noch. Immer langsam. Wir haben nur genug Zeit. So. Ja, dann machen wir mal die Wächter hier weg. Oh, zwei Vampire gerüstet. Naja. Irgendwas muss man ja verlieren, ne? 135 Schaden an den Drachen von den Bauern. Und die anderen kriegen Schmerzspiegel. War das Schmerzspiegel? Ja, war Schmerzspiegel. Definitiv. Ich weiß gar nicht. Soll ich? Wir könnten aber auch Ruf der Natur bewirken. Warum kann ich hier... Ach so, ja klar, weil natürlich hier keine Einheiten von mir stehen. So, die Bären sollten es tun. 83, ja, ist nicht schlecht. Achso, das ist nicht schwarz. Ich dachte, ich habe gerade die roten hier im Target. So, Feuerball ist noch nicht aufgeladen. Dauert noch ein bisschen. Und das Buch, oder?
Ja, wenn wir das aber machen. Ich überlege gerade, wenn ich mich dahin positioniere, dann baller ich dadurch, dann treffe ich aber das Buch nicht. Naja, komm. Was soll der Geiz? Wir haben ja hier die Bär noch. 7 bis 13. Ja. Und die Dämonen. Die hässlichen Hexenjäger. Mal schauen, ob Marie Curie anschließend uns mitkommt in unseren Unterschlupf. Ich hoffe es, denn durch sie erhoffe ich mir immer noch die Drachenreiter. Ich habe zwar keine Ahnung, was so ein Drachenreiter an Führungspunkten kostet. Billig wird das sicherlich nicht sein, das bezweifle ich gar nicht mal. So, zuerst mal drüben die Bauern dezimieren. Ja, wir lassen keine Lücken offen, nichts, keine Möglichkeit. Aha, da haben wir es ja. Keine Möglichkeit, ja gut, das ist jetzt ehrlich gesagt, Rums 44, also es zehrt zwar andere, also feindliche Einheiten auf und kann dadurch wieder die Zauber wirken, aber das läuft dann im Angriff. Das wollte ich ehrlich gesagt jetzt mal rausfinden. Ich meine, wir sind ja von den Folgen mittlerweile doch etwas weiter, ne? Da sollte man ja eigentlich... Was? Verfehlt? Und das sollte man ja eigentlich erwarten können, sage ich mal, dass man über dies oder das Bescheid weiß, oder nicht? Was sagt denn ihr da eigentlich da dazu? Beziehungsweise, würdet ihr überhaupt so ein Spiel wie Kingsborough the Dark Side spielen? Fragezeichen. Moment mal ganz kurz. Ich würde sagen, ja komm, das ist ja jetzt eh nur eine Formsache. Ist eigentlich schade, dass wir tatsächlich die zwei Vampire verloren haben. Hätten wir die nicht verloren... Yes! Dann hätten wir gar nichts verloren. Wenn ich Glück habe, werden alle ausgelöscht. Ah, natürlich müssen 4 stehen bleiben. Nur, damit es schick aussieht... Tatsächlich. Nur die zwei Vampire. Ich scheiß die Wand an. Naja. Oh, können wir Marie Curie von der guten Nachricht berichten? Ich berichte erstmal vom Ende dieser Folge und wir sehen uns dann morgen wieder. Fragezeichen. Bist du wieder mit dabei? Würde mich freuen. Bis dann. Tschüss.